Am 19. Januar haben 10.000 Bielefelder unter dem Motto Bielefeld ist bunt und weltoffen gegen Rassismus und Islamfeindlichkeit protestiert. Und auch hier an der Uni gibt schon seit längerem die Kampagne Uni ohne Vorurteile. Zu Gast heute im Studio ist Gamze Aradz, die Mitglied der Studentengruppe dieser Initiative ist. Hallo Gamze und schön, dass du hier bist. Ich danke. Die Kampagne Uni ohne Vorurteile. Was ist das genau und wer steckt dahinter? Es ist, das ist eine Kampagne, die von der Universität initiiert wurde, um Ausländerfeindlichkeit entgegenzuwirken und Toleranz, den Umgang mit Menschen und Zivilcourage zu fördern. Was war der Anlass? Der Anlass war, dass 2012 einige Neonazis bei uns angefangen haben zu studieren. Dadurch fand die AStA, dass man das so nicht akzeptieren kann und hat dadurch eine Podiumsdiskussion eingeleitet. Und dann ein Jahr später hat dann das Rektorat und das IKG, also das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, haben dann diese Kampagne dann ins Leben gerufen. Sehr schön. Und was macht ihr so genau? Wir veranstalten verschiedene Podiumsdiskussionen oder Vorträge, machen auch zum Beispiel solche Karten, Postkarten, die wir dann Studierenden mitgeben oder auch diese Buttons, die es dazu gibt, um einfach ein Statement zu setzen und die Menschen zu sensibilisieren. Ja, das Thema ist sehr aktuell und ich kann mir vorstellen, dass viele Studierende würden sich auch sehr gerne engagieren. Und wie kann man genau sich da einbringen? Also dass jeder Student kann sich da einbringen, auch Nichtstudierende können sich da einbringen. Und zwar, wenn sie einen Aspekt haben, was sie behandelt haben möchten, können sie gerne zur Uni kommen, zum AStA gehen. Da gibt es Beauftragte, die dann das weiterleiten, wo man dann zum Beispiel irgendwelche wichtigen Bereiche dann nochmal thematisiert oder dann eine Veranstaltung dazu einleitet. Oder man kann auch der AStA eine E-Mail schreiben und zwar unter uni-ohne-vorurteile@asta-bielefeld.de. Da kann man auch einfach ganz normal eine E-Mail schreiben und dann wird das besprochen und dann, je nachdem, werden dann Veranstaltungen dem zu machen. Toll, danke ganz, dass du hier warst und weiterhin viel Erfolg mit der Initiative. Vielen Dank.